Isabel verneigt sich ebenfalls vor dem Herzog und dem Kanzler, allerdings ein bisschen kürzer gefasst, man kennt sich hier. Ja, das Tuch von dem Sandkastentisch wurde bereits entfernt. Viele Fähnchen, die darin stecken, könnt ihr sehen, sodass dann ja die Karte des östlichen Mittelreichs komplett offen liegt. Und der Kanzler erhebt seine Stimme. Klingt traurig, aber mit fester Stimme spricht er. Hier sehen wir Tobrien. Wir haben vor, einen Befreiungsschlag gegen Teile der besetzten Gebiete durchzuführen. Es handelt sich dabei namentlich um die Ländereien Schwirzhofen, Mieserfeld, Mark Valusa und zwei Drittel von Gräflich Miesermünden, inklusive der Burg Miesermoor. Wir erhielten von der Überläuferin Lutisana von Pericum Hinweise, dass Galotta von Rassasor Unterstützung angefordert hat und dass unsere Truppenbewegungen an der Grenze offenbar nicht unbemerkt geblieben sind. Bei dieser Unterstützung handelt es sich gemäß Lutisanas Aussagen um abtrünnige Drachenbanner und Teile vom endlosen Heerwurm. Ich kann keine Männer abstellen, keine weiteren wegschicken, ich brauche jeden Mann. Ihr habt es vor einiger Zeit geschafft, über den Winter über die Pässe zu kommen, was kaum einem anderen vor euch gelungen ist, nicht zu dieser Jahreszeit. Seid ihr gewillt, ein weiteres Mal euch durchzuschlagen, wenn die Pässe auftauen, zurück nach Gareth, nach Werheim, durchzubrechen, um Verstärkung anzufordern? Euer Exzellenz, ich erhebe mich dann. Selbstverständlich sind wir gewillt, dies für das Land zu tun. Wann immer und wo immer wir können. Ausgezeichnet. Ich möchte euch Lutisana von Pericum ein weiteres Mal mitgeben. Ihr kennt ihre Existenz, ihr wisst, dass sie hier ist. Und sie wird weitere Informationen für uns bereithalten, die sie dort nützlich weitergeben kann. Werheim, Gareth. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zustößt. Diese Mission ist von einer... Er schaut sich wieder ein bisschen um, schaut auf die Magier, drei Stück aktuell in der Zahl. Von einiger Brisanz. Euch ist bewusst, wer Lutisana von Pericum ist? Sie ist eine Reichsverräterin. Das ist sie. Stritt nicht nur für Galotta, sondern auch für den Sphärenschänder, Borbarat. Und für den Rabenmond. Und für den. Aber sie ist gewillt, überzulaufen und weitere Informationen zu geben. Er deutet nochmal auf das Sandkastenbrett mit den vielen Fähnchen. Wir können hier die Streitmächte von den Schwarzen Landen sehen. Ihr seid hier. Rot sind die Armeen von Galotta, schwarz die von Rassasor und gelb sind die bekannten Informationen von Xeran. Xeran wird sicherlich auch über weitere verfügen, aber das sind zumindest die Informationen, die Lutisana mit euch teilen kann. Ebenso ist Eile geboten. Wir wissen von Lutisana, dass es einen Durchbruch geben soll. Ein Tunnel, der mit einem Dämon durch die schwarze Sichel gebohrt werden soll. Durch die ganze Sichel? Durch die gesamte Sichel. Doch in der Tiefe. Wenn sie sagt, dass Galotta das für möglich hält, dann wird er es wohl für möglich halten und wir sollten es ernst nehmen. Wisst ihr, wo die Durchbruchstelle sein wird? Westlich von Burg Tobelstein, der ehemaligen Residenz von aktuell Thyakradane geheißen. Das hat sie also vor. Dann müssen wir Weiden verstärken. Von zwei Seiten mittlerweile, nehme ich an. Der Kampf gegen die Orks interessiert mich nicht. Ich muss Tobrien retten. Und wenn sie einen weiteren Durchbruch schaffen, einen Tunnel, mit dem sie durch die Sichel strömen können, dann ist Balio verloren und Werheim ebenso. Seht euch die Fahnen an, die Banner. Das, was Rassasor beigetragen hat. Dazu wird es nicht kommen. Sie können sich durch die Sichel bohren, aber sie werden an Weiden zerschellen, wie alle anderen Bedrohungen auch. Ihr, der Herzog deutet einmal mit seinem Finger, der ein bisschen zittert in der Luft, auf Ömer.
Ihr hattet in euren Sachen ein paar Unterlagen, die mich interessieren. Ja, ich habe sie direkt aus dem Schwarzen Palast mitgenommen. Sie sahen aus wie eine Art architektonische Sache, die ich nicht genau verstanden habe, die sich aber um irgendein Gebäudebau dreht. Habt ihr die Legende dran geschmiert oder? Was? Ich habe sie eingesteckt. Mehr nicht. Ich dachte mir, vielleicht sind sie interessant für wichtige Leute in Gareth. LVH. Habt ihr eine Ahnung, wer damit gemeint sein könnte? Das sind technische Skizzen. Leonardo, ja, ich wollte mich damit Havena beschäftigen. Ich verstehe etwas vom Bau von Gebäuden ein Stück weit. Auf meinen Fahrten habe ich das mittlerweile gelernt. Und ich wollte mich damit versuchen, weiterzubilden, bis ich das in Gareth abgebe. Das muss auch geschehen. Allerdings irritiert mich diese Legende. Leonardo mag genial sein und einiges ersonnen haben, aber laut diesem Maßstab handelt es sich dabei um eine meilengroße Anlage. Solch große Gebäude existieren nicht. Vielleicht hat es etwas mit dem Tunnel zu tun, von dem ihr berichtet habt. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Nach dem, was wir gesehen haben, bin ich nicht mehr so sicher, dass es solche Gebäude nicht wirklich geben mag. Irgendwo dort unten. Unter dem ganzen Schutt und der Asche und den Dämonen. Die Sendekirche soll sich das besehen. Und am besten auch noch ein Ingrim-Geweihter. Die ganze verfluchte Stadt besorgt mir einen Simya-Geweihten. Was auch immer in Gareth alles los ist. Ich will, dass sich die Magier das ansehen. Die Geweihten. Kann ich mal einen Blick drauf? Also ich trete halt näher und werfe einen Blick drauf. Würde er natürlich lassen. Ihr könnt euch dann hier frei bewegen. Vielleicht ein bisschen zu der Verwunderung von Isarun, warum auch immer jetzt dieser Bandstrahler die dahin geführt hat, warum auch immer. Eigentlich sollten die jetzt angeklagt werden von einer Anklage, keine Spur. Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Ja, sie wartet erstmal ab. Also Bandstrahlern kann man ja eh nicht so richtig trauen. Ich gehe grinsend an ihr vorbei und reihe mich erstmal um die Karte ein. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber man muss so aussehen. Sind auf dieser Karte oder dieser Zeichnung Türme zu erkennen oder irgendwas? Ja, wie gesagt, eine unglaublich filigrane Bauzeichnung, technisches Papier, unglaublich gut angeordnet, ein mächtiges, gewaltiges Konstrukt. Das vom Ausmaß her die Legende 3 oder 4 Meilen groß. Vielleicht noch größer. Weil alles, was wir gesehen haben in Yolgomat, war ja lediglich die Oberfläche, oder? Der Stadt. Richtig. Also ihr seid teilweise auch mal mit eurer Quadriga unterirdisch gefahren, wenn sich dann die Straßen verschoben haben. Man kann sowieso nicht von oberirdisch oder unterirdisch sprechen bei einer Stadt, wo jedes Gebäude mindestens 5 Stockwerke hat und sie sich verschieben übereinander, aufeinander. Ich hatte gehofft, dass man irgendwie bestimmte Türme, die vielleicht in Yolgomat sehr spezifisch sind, wie zum Beispiel das Arimotheum, dass man wiedererkennt in dieser Zeit eventuell. Baukunst. Okay. Ja, Über will auch mit auf die Karte schauen, denn das interessiert ihn. Dieses Baukunstwerk. Nö. Ja. Ja, immer. Der Schwarze Palast mitten im Zentrum. Das ist eine Stadt. Eine Stadt, die sich wohl laut den Anmerkungen von Leonardo bewegt. Also das scheint mir jetzt, wenn er die ganze Stadt bewegen will und der Schwarze Palast das Zentrum wäre. Aber wenn der Schwarze Palast das Zentrum ist, dann ist es ein Teil des Isli-Sees, der sich mitbewegen muss, da der Palast direkt am Isli-See ist. Oder aber nicht. Vielleicht verschiebt er den Palast durch die Stadt. Ja, oder die Stadt um den Palast. Ja, vollkommen recht, daran dachte ich auch gerade. Erinnert ihr euch noch an diese eine Herberge? War es der Tobrusche Landhof, die einfach aufgestanden und weggelaufen ist, während wir noch drin waren? Ja. Stimmt, ich war noch da drin. So will er die Stadt bewegen? Glaubt ihr, das ist möglich? Ich mach dann auch relativ schnell den Mund zu und gucke mich erstmal sehr schuldig im Raum um.
Genau, ein Blick zu Isarun. Ihr wisst schon, dass alles, was wir besprechen, geheim bleiben muss. Ihr wisst schon, welchem Orden ich angehöre. Nun ja, ihr dient einer höheren Sache. Der Sache des Reichs. Ganz recht. Der Obrist der Bandstrahler schaut dich an. Wo nicht gelogen werden darf, wird geschwiegen. Boulevard. Selbstverständlich. So machen wir das hier. Aber denkt ihr wirklich, ist es möglich? Ich dachte, er kann diese Holos-Dämonen, sie schienen doch unkontrollierbar. Ich dachte, sie seien sogar gejagt. Wie will er das machen? Sie scheinen dort unten aber auch wie Pilze aus dem Boden zu sprießen. Vielleicht hat er einfach genug, ich weiß nicht, angebunden oder so, oder mit irgendwelchen magischen Mitteln verschworen, dass sie jetzt die ganze Stadt hochheben und durch die Gegend laufen lassen können. Vor allem zu welchem Dämon sollte es möglich sein? Vor allem das, was ich in der Akademie gesehen habe, die Art von Beschwörung, die sie dort durchführen, sollte es möglich sein, auch weit mächtigere und höhere Wesenheiten zu beschwören. Zu welchem Zweck denn? Warum sollte man eine gesamte Stadt bewegen? Sie ist im Zentrum von Tobrien. Sie ist abgeschirmt im Norden durch die Tobimora. Man könnte sie ein Stück nach Süden bewegen, aber wofür auch näher an Wahrung heran? Und stellt euch vor, das Zentrum dieser erzdämonischen Macht sitzt auf einmal hier vor unserer Haustür. Pareine Pfoten. Zum Beispiel. Eine wandelnde Festung mit genügend Belagerungswaffen vielleicht sogar ausgerüstet, genügend Dämonen, die ausschwärmen und angreifen können. Es könnte durchaus eine gefährliche Waffe sein, vor allem wenn man nicht weiß, wie weit sie kommt. Wenn er wirklich eine Stadt bewegen will, dann haben wir immer noch Apep. Und die haben Lesnankan. Wollen wir es darauf ankommen lassen? Vielleicht weiß Galotta auch mehr über diese Stadt, als uns allen bewusst ist. Oder vielleicht ist Galotta einfach nur endgültig dem Größenwahn erlegen. Oh, das auf jeden Fall. Wer denkt, er hat diese Stadt zweimal dem Erdboden gleich gemacht, um sie wieder zu erbauen? Ihr meint damals im Zug der 1000 Oger? Zum Beispiel. Warum sucht er eine Stadt zweimal auf und lässt sie vernichten? Außerdem, was interessiert ihn der Boden des Sees? Wieso hat er ein ganzes Institut zur Erforschung dessen? Vielleicht hat er etwas gefunden unterhalb dieser Ruinen der Stadt. Der Verteidigung der Stadt dachten wir, sie kämen nicht durch die Mauer. Dann machte sich aus dem See heraus eine Dämonenarche an, die Befestigung einzureißen. Und heute weiß niemand, wo genau die dorthin gekommen ist, aber über die Flüsse kann es nicht gewesen sein. Die waren damals noch nicht... Ihr wisst schon. Drego von Angenbruch räuspert sich. Nun, das liegt daran, dass der Üsli-See kein richtiger See ist. Er hat eine Verbindung zur Tobrischen See. Das erklärt das. Aber wie schnell könnte diese Stadt sich denn bewegen? Wie schnell war denn dieses Haus, das sich bewegt hat? Doch nicht allzu schnell, oder? Nun, es ist innerhalb eines Tages durch die halbe Stadt marschiert. Ja, das hat aber lange gedauert. Ich wusste auch, dass nicht was los ist und hatte dann den Gastwirt gefragt, aber ich glaube, wir sind schon einen halben Tag gelaufen. Ihr wart ja die ganze Zeit beim Turnier. Selbst wenn er das kann, wie will er über die Berge, oder wie weit will er denn damit kommen? Vermutlich ist es nur eins von Leonardos Hirngespinsten, die nie zu irgendetwas werden. Haben wir ein paar Zwergenfamilien in den Drachenstein? Zwischen den Drachen. Eine gute Torsionswaffe, ein paar Geschütze und dann kann man so eine Stadt auch einreißen. Gar kein Problem. Gab es nicht auch in der letzten Dämonenschlacht eine wandernde Festung? Ahmad hat mal davon erzählt, ja, sie soll reichlich beeindruckend gewesen sein, aber nichts von dieser Größe. Jetzt diese komischen Schildkröten oder was meint ihr mit wandernder Festung? Nein, eine richtige große Festung, so wie Kleinwortstein bewegte sich. Ach, wirklich? Ja, er hat es beschrieben, als wäre so eine richtig schöne Ritterburg, einfach aufgestanden und übers Schlachtfeld marschiert. Mit Besatzung und allem. Ja, mag das vielleicht wirklich der Plan sein. Aber vielleicht ist er endgültig verrückt. Und ihr habt recht. Was sagtet ihr zu den Schildkröten? Er hat weitere gebaut. Schildkröten, ja. Riesengroß. Riesige Konstrukte. Wie viele waren dort? Ein Dutzend?
Ein Dutzend. Also er kam an in die Arena. Helft mir, erinnert ihr euch besser? Aber ich glaube, es waren viele. Es gab damals eine. Und sie waren aber auch kleiner, glaube ich. Die waren so groß wie ein Banner in enger Formation vielleicht. Eher kleiner. Aber äußerst beeindruckend. Ich wüsste nicht, wie man sie aufhalten soll. Mit Magie. So wie man alles auffällt, dass von dort kommt. Vielleicht mit göttlicher Kraft, damit die Rechte haben. Vielleicht mit speziell gebauten Gräben. Das klingt nach einer guten Idee. Vielleicht kann man sich draufschwingen und sie reiten. Sie sahen sehr stabil aus, aber vielleicht könnte man sie untertunneln und sie so die Bewegungsmöglichkeiten einschränken. Ach, das hilft uns alles nicht. Was auch immer dieser Plan ist, ich fürchte, wir werden daraus nicht sehr viel schlauer, wenn wir keine anderen Informationen haben. Die Geweihten werden sicherlich die beste Anlaufstelle sein. Also, wenn man darüber nachdenkt und sich diese Konstruktion beschaut, ich denke schon, dass es möglich ist, die Stadt zu bewegen. Eventuell gar nicht so langsam, wie wir vielleicht vermuten. Immerhin, ihr wisst, welchem der Erzdämon diese Stadt gewidmet ist, wer dort die Macht hat. Der Widersacher Paios? Nein. Der feurige Vater, der über... Der feurige Vater? Wollt ihr mich verarschen? Verzeiht dem Mann eine unliebsame Angewohnheit von der Reise. Er das ist die beste Möglichkeit, seinen Namen zu umgehen. Der Schänder der verdammten Elemente. Genau. Vier Elemente, um genau zu sein. Nennt ihn nicht feurigen Vater. Ach, Gewohnheit. Auf jeden Fall. Nun, wenn sie wirklich daran arbeiten, nicht etwas Mechanisches oder gar etwas dämonisch-magisches zu erschaffen, sondern einfach nur seinen Einfluss zu stärken. Sollte es möglich sein, alleine dadurch schon unheilige Werke zu erschaffen, die eine solche Festung bewegen könnten, direkt durch die Elemente hindurch. Vielleicht kann die Stadt sich nur an Orten bewegen, die nicht natürlich mehr sind. Also hier in Piranefurten sind die Gräser noch grün und normal und die Wälder. Aber jenseits dieses großartigen Flusses Tobimora, wo wir waren, der leider nicht mehr so großartig ist, da war die Natur ja ziemlich zerstört und kaputt und von diesen ganzen dämonischen Effekten und Sachen hier, glaube ich, pervertiert oder so nannte ihr das. Und vielleicht kann die Festung sich nur in diesem Bereich bewegen. Das heißt, vielleicht wollen sie damit die Grenze wirklich ausweiten, Nachschub verkürzen oder so etwas. Nun, vielleicht verbreitet dieses Ding, diese Festung, auch die unheiligen Elemente, vielleicht begleiten sie es sogar. Und wenn es wirklich die schlimmste Tatsache eintrifft, eventuell fliegt diese Festung gar. Warte. Die Idee ist nicht einmal so dumm. Denkt an die Zeichen, die wir kurz hinter Wehrheim fanden. Erinnert euch diese Zeichen im Korn. Und die Türken hinabfielen. Eine Stadt fliegen. Seid ihr jetzt im Bus? Seid ihr übergeschnappt? Rein? Habt ihr zu viel Schleim getrunken da unten? Oh, in der Tatsache bin ich fast einer der Einzigen, der keinen Schleim getrunken hat. Aber nun, eines dieser unheiligen, verdorbenen Elemente ist die Luft. Und diese Zeichen kann man auch aus der Luft erkennen in ihrer. Und diese Stadt existiert nicht in herkömmlichen Dere. Sie ist fast schon Sphären verschoben. Dort gehen magische Dinge vor, die absolut unerklärlich sind. Ich hatte bei weitem nicht genug Zeit, irgendetwas dort zu untersuchen, doch ich habe durchaus den Einfluss gespürt, dass dort Magie anders funktioniert hat. Und wenn dieser ganze Effekt, diese ganze Verschiebung mit der Festung mitwandert, ist es möglich. Meint ihr, dieses D
Ding müsste sich anhand der Kraftlinien fortbewegen. Das ist eine interessante Theorie. Sie würden auf jeden Fall genügend Energie liefern. Meint ihr nicht, dass wir wichtigere Sorgen haben als irgendwelche buchstäblichen Luftschlösser? Wenn diese Luftschlösser jederzeit überall landen können? Also ich mag euch ja noch folgen bei der laufenden Stadt. Ich meine, ich habe laufende Gebäude gesehen, aber eine fliegende Stadt? Nun, ich sehe zumindest keine Beine oder irgendetwas, das wie Beine aussieht. Deswegen nehme ich nicht an, dass sie läuft. Zeig mal her. Schwimmen wird sie auch nicht, denn das Element beherrscht er nicht. Und er brecht keine Beine. Und wenn sie sich direkt durch die Elemente bewegt, durch den Urgrund der Welt? Durch Erde, durch Luft. Durch Erz. Durch Feuer angetrieben. Ich glaube kaum, dass was so verdorben ist, sich durch reines Element bewegen kann. Doch schon, wenn es verdirbt. Auf dem Weg. Adepta, kann man eine Stadt durch den Limbus transportieren? Selbstverständlich kann man das. Man benötigt allerdings immense Mengen an Kraft. Die hat er. Fast grenzenlos. Nicht so viel wie der Sphärenschänder. Der hatte das nicht versucht, allerdings. Der ehemalige Hofmagus ist wahnsinnig. Wer weiß, wie weit er in seinem Pakt fortgeschritten ist. Was für Macht er gebietet. Der Sphärenschänder hatte auch keine... Verzeiht, hatte auch keine 7 Jahre Zeit, sich auf so etwas vorzubereiten. Außerdem haben sie eine direkte Pforte, eine offene Pforte in Niederhöllen. Hat Galotta denn jetzt auch zusätzlich noch mit dem Schänder der Elemente paktiert? Ihr besitzt den Splitter. Nicht Uran, nein, ihr besitzt nicht den Splitter. Doch. Doch? Ich glaub schon. Ja, das ist der Splitter von Agrimmat. Achso, okay. Frosty hat's gesagt. Wenn nicht er, aber muss man nicht, aber muss man nicht 100 Paktierer, die dann in der Stadt sind. Aber muss man nicht paktieren, um diesen Splitter überhaupt beherrschen zu können? Was weiß der nicht? Adepta, was wissen wir über die... Der Herzog schüttelt so ein bisschen in der Luft mit seiner Hand. Was wissen wir über diese Splitter? Leider einiges zu dieser konkreten Frage. Ohne einen Pakt ist eine komplette Kontrolle nicht richtig möglich. Allerdings ist der Splitter in sich selbst natürlich schon so mächtig, dass ein entsprechend verderbter Mensch schlimme Taten damit verbringen könnte. Allerdings entfaltet sich das komplette Potenzial natürlich erst mit einem Pakt. Ich glaube nicht, dass er so etwas aus der Hand geben würde an einen anderen Paktierer. Ich glaube nicht, dass er so ein großes Vertrauen zu irgendjemandem hat. Wenn, würde er ihn selber benutzen, wenn er ihn hat. Zudem ist es nicht ungehört, dass mehrfach Pakte geschlossen wurden. Dann noch gleich 4 Elemente. Wieso nicht 1 oder 2? Gleich 4. Geht hier drauf denn irgendeinen Zeitplan? Irgendwas in der Richtung? Es könnte ja auch ein Plan für in 100 Jahren sein. Wer weiß das schon. Und was ich von Lutisana mitbekommen habe über die Truppenbewegung ist, dass Eile auf alle Fälle angebracht ist. Wir brauchen mehr Truppen. Truppen, die von Festung nach Süden gehen, nach Valusa. Wir brauchen mehr Truppen in Pareine Forten. Wir brauchen mehr Truppen in Beilung. Wir brauchen überall mehr Truppen. In Tobrien. Wenn der Yol'Gurmak wirklich weiter in Richtung Norden bewegt, nach Pareine Forten. Wie lange das auch immer dauern mag. Mit dieser Hilfe dieses widernatürlichen Chaos. Wir brauchen mehr Truppen hier. Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Wir müssen uns erst einmal verteidigen. Ich werde ihm jetzt nicht widersprechen. Da habt ihr recht. Man sollte erst seine eigenen Gebiete sichern und dann zum Gegenschlag ausholen. Ich weiß nicht, was mit Ilsur ist. Wie man zuletzt hörte, hielt es noch. Aber das ist lange her. Ja, das ist richtig. Lutisana von Perikum spricht zum ersten Mal wieder. Xeran ist absolut unfähig, ohne eine oder einen Herrmeister wie Helmer Harfax oder mich eine Stadt wie Ilso einzunehmen, obwohl sie eigentlich ohne Probleme zu nehmen wäre. Xeran ist sowieso unfähig in allem, was er tut. Ohne seinen Splitter ist er eine bucklige Mistkröte und nicht mehr.
Er wird sein gerechtes Schicksal schon erleiden. Der Splitter der tiefen Tochter wird ihm gar nichts helfen an Land. Das Einzige, was noch frei ist und die Stadt versorgt, ist der Hafen und nicht einmal den kann er nehmen. Er hat den Splitter auch nicht mehr. Darin, Polygon hat ihn jetzt. Polygon hat ihn jetzt. Aber das ist ein Problem für andere Leute als uns. Ihr habt euch also aus der Tobrischen See zurückgezogen. Wir waren gezwungen. Gut. Dann ruht euch etwas aus, ihr seht ziemlich müde aus. Magistra, der Prozess wird fallen gelassen. Diese Männer sind unschuldig. Das, was sie tun oder taten, geschah im Namen des Reiches. Im Auftrag der KGA und die Gräueltaten, die sie getan haben, oder... Nun ja, die sie getan haben, werden ihnen vergeben werden, so sie denn welche getan haben. Sie wurden auf Paktmale kontrolliert, es wurden keine gefunden. Selbstverständlich, Eure Hoheit. Wenn ihr mögt, werdet ihr Lutisana von Perikum begleiten. Zumindest kann ich euch ebenso vertrauen. Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet hier in Perinephorten. Und wenn ihr mögt, dürft ihr zurückkehren nach Garad. Ich weiß, dass ihr selbst in Tobrien beheimatet seid. Aber wenn es euer Wunsch ist, dürft ihr zurück nach Garad kehren. Dort einen Bericht abliefern bei der Akademie. Jetzt, wo Gerstenkorn eingetroffen ist, kann er eure Arbeit übernehmen. Hab Dank. Ruht euch also etwas aus, ein paar Tage. Die seien euch gewährt und dann brecht auf nach Garad, erstattet Bericht, ruft die Kirche zusammen, die Magierakademien. Alle diejenigen, die sich mit so etwas auskennen. Ingrim, Hesinde, Simia. Und dann will ich verdammt nochmal Verstärkung haben. Wir werden euch jede Verstärkung beschaffen, die sich beschaffen lässt.